Das Ehepaar Obermoser trägt gerne Tracht. Und beide sind Mitglieder des Kitzbüheler Trachtenvereins. Der Einstieg war vor allem für Andreas ein eher unüblicher. Das ist eine ganz lustige Geschichte. Meine Frau, die Tina, und meine Tochter, die Sophie, der hat das einfach so gut gefallen, wie der Trachtenverein ausrückt. Mit der Tracht, mit den Kasedel. Dann war eben eine Jahreshauptversammlung, wo die zwei hingegangen sind, haben mit dem Gosch Franz drüber geredet und der hat es natürlich gleich aufgenommen. Allerdings, was ich nicht gewusst habe, die Tina hat mich auch gleich angemeldet. Und schnell fand Andreas Gefallen an dieser Welt des Brauchtums. Auch wenn er nicht mit einer rasanten Karriere innerhalb des Vereins gerechnet hätte. Dann hat mich der Gosch Franz gefragt, hat er gesagt, du, er ist schon so lange Obmann und er sucht halt einen Nachfolger, weil er weiß nicht, wie lange das gesundheitlich noch geht und hin und her. Dann habe ich mir gedacht, na, so einen Verein kann man nicht sterben lassen, da muss man schon schauen, dass man weiter tut. Und habe dem Franz zugesagt, dass ich den Obmann übernehme. Seit Mitte 2015 steht Andreas nun dem Verein vor. Und es macht nicht den Anschein, dass er es bereut. Freut mich narrisch. Ich habe eine starke Mannschaft hinter mir. Und die Krönung war natürlich die Organisation von unserem Fest. 2019 feierte der Trachtenverein Kitzbühel nämlich sein 150-jähriges Bestehen. Und dies wurde gebührend gefeiert, nämlich im Rahmen der Austragung des Unterinntaler Verbandsfestes. In und um Kitzbühel feierten 1.800 Trachtler aus dem gesamten alpenländischen Raum. Das Ausrücken, also in Tracht gewandet bei einem Umzug mitzuwirken, stellt bei jeder derartigen Veranstaltung den Höhepunkt dar. Unser Motto ist, die Sitten und Trachten der Alten wollen wir erhalten. Das sagt eigentlich alles aus. Die Sitten, was es früher gegeben hat, die Trachten weiterführen, einfach an die junge Generation weitergeben. Die größte Herausforderung war eigentlich, ob das ganze Fest funktioniert. Wir haben ca. 1,5 Jahre auf 2 Tage hingearbeitet. Haben geschaut, dass wir alles einbauen, was wir gerne wollen. Also Bühne in der Innenstadt, 30-köpfiger Chor in der Innenstadt, was ganz schwierig zu beschallen ist. Ganz viele kleine Details, um ein perfektes und wunderschönes Fest zu machen. Und man weiß eigentlich nicht, bis das Fest stattgefunden hat, ob die kleinen Details alle funktionieren. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung. Worauf all die Begeisterung der 204 Mitglieder des Kitzbüheler Trachtenvereins gründet, verrät Christina Obermoser vor Ort im Vereinsheim. Bei uns ist so, bei uns kann die ganze Familie mit teilnehmen. Das heißt, wir haben von Urgroßeltern, Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, die sind alle beim Verein. Meistens ist es halt so, dass die Leute kommen, sagen, ich darf gern zum Verein gehen, aber es war nett, wenn mein Kind und mein Mann auch dabei sein konnten. Und das ist bei uns überhaupt kein Problem. Bei uns ist jeder herzlich willkommen. Ob da nicht auch die wertvolle Unterinntaler Tracht eine Rolle spielt? Das Besondere an dem Ganzen ist, dass es reine Handarbeit ist. Das heißt, es gibt noch keine Fabriken, die solche Sachen herstellen können. Es ist Wollstoff, er ist da sechslagig, das heißt, es ist relativ schwer, das Ganze. Es sind die ganzen Sachen handbestickt, auch mit den Perlen. Es ist der Stoff, beim Rock ist Kreich, nennt man das. Das heißt, es ist so, mit verschiedenen Fäden ist es dann zusammengezogen. Die Schürzen sind aus Seide. Und bei uns ist es so, beim Trachtenverein, dass keiner die gleiche Schürze hat wie der andere und auch keiner das gleiche durch. Das Einzige, was wir alle gleich haben, ist der Hut. Und neben der wunderschönen Gewandung der Damen gibt es natürlich auch die charakteristische Tracht der Männer. Die fangen an, wie wir von unten nach oben gingen, einmal mit den schwarzen Haferlschuhen. Dann kommen die Stutzen dazu. Am besten ist das natürlich, wenn es die Oma gestrickt hat. Dann sind sie aber die schönsten. Dann kommen bei Lederhosen, die kann schwarz sein oder kann braun sein. Wenn man weiter nach oben geht, kommt ein schöner Ranzen dazu, ein gestickter Ranzen und dann unser auffälliges rotes Gilet. Unter dem Gilet haben wir ein weißes Hemd an und jeder Mann hat ein bisschen anderes Dirche. Und über dieses Gilet ziehen wir dann so unseren Haftelrock an. Im Gesamten ist dies dann die Unterinntaler Festtagstracht. Und wenn wir nachher noch weiter nach oben gingen, dann haben wir einen schwarzen Hut auf, der mit Blumen geschmückt ist und ganz oben ist die Feder. Ein normales Mitglied, der mitgeht, der hat eine Feder und ist derjenige im Vorstand, dann hat er 2 Federn am Hut. Kinder tragen im Allgemeinen dieselbe Tracht wie die Erwachsenen. Den Unterschied macht der Kindertrachtenhut. Das ist eine Geize. Das heißt, das ist eigentlich ein Strohhut, den kriegen wir roh. Und dann wird er von einem Hutmacher mit einem Samtmantel und das wird dann bestickt, wird das Ganze dann verkleidet. Dann kommt noch eine Feder auf und unsere Kinder sind ganz stolz, wenn sie das Geizei aufsetzen dürfen.
Neben all dieser beeindruckenden Kleidung ist der Trachtenverein Kitzbühel als Landsturmgruppe übrigens bis auf die Zähne bewaffnet. Warum? Das weiß der ehemalige Obmann Franz Gosch genau. Wir haben in Unterland 7 Landsturmgruppen. Die haben sich ja mit den Bauern ja schon von Andreas Hofer umeinander geschlagen. Die sind schon 1797 gegangen, wo Überfälle waren von den Bayern. Und da war der Größen, Wadring, Storpaus, Unken. Das waren die Schauplätze, wo sich der Tiroler gegenüber den Bayern verteidigt hat. Der Landstürmer, wie man sagt, ein Stürmer, das ist der, was es zuerst verteidigt, nicht wartet, bis ein anderer der Mann aufhaut. So offenbart sich das Vereinsheim auch als ein beeindruckendes Arsenal historischer Waffen aller Art. Wir haben die Gewehre mehr oder weniger als Ausstattung für die Ausrückungen, weil das eigentlich bei ihnen dazugehört. Wir machen keine Schießerei, Gaudi halber, sondern wir machen Ehrensalut. Alles im Dienst der Tradition. Der sichere Umgang mit diesen Schusswaffen steht übrigens ganz oben auf der Prioritätenliste der Landsturmgruppe. Genauso wie die Handhabung diverser Knüppel- und Stangenwaffen, welche vor allem von den weiblichen Mitgliedern beim Ausrücken getragen werden. Ja, das da ist ein Morgenstern. Den haben sie selber zusammengebaut. Man sieht das eh. Wenn man so ein Gerät, so eine Waffe in der Hand hat und auf einen zusaust und man trifft den auch noch, das hat auch unten weh. Die Spitze haben wir weiter durch, weil sie haben sich die Dame noch bei Salm gestochen. Das ist ein Speer, den haben wir in unserer Waffensammlung inne. Ich meine, dass das einer von Witzau-Speer war, von früher. Die Frau trägt die bei den Umzügen und wir tragen den, wenn wir ins Grabwach machen, zum Beschützen von Ostergrab. Solche Rituale gründen in tiefstem Brauchtum und begleiten den Verein seit seinem Ursprung. Die Gründungsmitglieder waren ja nur Männer. Und die Männer haben sich mehr oder weniger auf die Freiheitskämpfe zurückbesonnen und haben sich die Accessoires, was dort übrig geblieben sind, aufgehalten. Und mit denen ist eigentlich der Trachtenverein entstanden. Der Trachtenverein ist noch 1906 ist der ernannt. Urkundlich genau erwähnt worden, also als Verein eingetragen im Land. Und waren erst alles nur Männer und 26 sind noch die Frauen dazugekommen. Bei der Landsturmgruppe 1809 waren also bereits relativ früh Frauen als Mitglieder willkommen. Und dies trotz militärisch anmutender Struktur. Wir haben bei dem Verein nicht nur einen Obmann, wir haben einen Hauptmann, einen Fähnrich und die Magadenterinnen. Das ist normalerweise bei den Schützen. Und wir sind da so ein Zwischending, ein Zwischenglied zwischen Schützen und Trachtenwesen. Also repräsentiert unser Trachtenverein das Erbe der nicht militärisch organisierten, bewaffneten Landbevölkerung. Dem zum Trotz versichert der Obmann: Wir sind überhaupt nicht gefährlich für irgendwas und wir dann da kein was. Wir waren sogar froh, wenn mehrere Leute zu uns kommen würden und mit uns ausrücken würden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Neben geselligem Miteinander stellt der Verein die wertvollen Gewänder allen Mitgliedern kostenlos zur Verfügung, deren Anschaffung mehrere tausend Euro kosten würde. Ein neues Mitglied braucht sich keine Sorgen über Kosten machen. Das übernimmt der Trachtenverein. Wir haben nur einen Mitgliedsbeitrag von 15 Euro im Jahr. Ich glaube, das kann sich jeder leisten. Aber irgendwie muss sich der Trachtenverein auch finanzieren. Dafür bietet sich der traditionelle Kitzbühler Jahrmarkt an. Der Jahrmarkt ist unsere Haupteinnahmequelle. Wir haben 2 Stände am Jahrmarkt. Wir brauchen in etwa 45 Leute, die am Samstag direkt am Jahrmarkt arbeiten. Wir brauchen 2 Tage davor und 2 Tage danach ungefähr, bis wir das alles aufgebaut haben, bis wir alles wieder abgebaut haben. Also da kommen wir richtig drauf, sind aber im vollen Einsatz. Und das macht uns aber im Endeffekt einen Riesenspaß. Und genau das macht einen Trachtenverein aus. Spaß, Gemeinschaft und Zusammenhalt. Mit einer Außerausrückung auch sonst noch einige Sachen. Wir treffen uns wieder mal zum Grillen. Oder wir machen einen Ausflug. Das heißt, wir haben eigentlich immer eine Gaude. Und das Nette ist der Austausch. Wir treffen uns einmal im Monat zum Trachtlertreff. Ist immer am letzten Donnerstag im Monat. Da kommen wir da ins Vereinsheim her. Die Männer dann kasteln und die Mädels dann ratschen.
Die Sitten und Trachten der Alten wollen wir erhalten. So lautet das Motto des Vereins. Und bei derart dynamischen und begeisterten Mitgliedern wird das auch garantiert noch lange so bleiben.